Was ist denn das für Affentheater? Was ist das? Du darfst irgendjemanden anrufen aus deinem Telefonbuch, egal wen. Ich brauche aber von der Person, die du anrufen wirst, drei Begriffe, die du ihm, ihr entlocken musst. Das ist einmal Magenta Sport, Volksfest und Bad Tölz. Dann rufe ich doch unseren Betreuer an, den Litterbach. Servus, grüß dich. So, die gute Seele, Litti, Betreuer von den Staubinger Tigers. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, gell? Schon ein bisschen, ein paar Jahre. Dando? Litti, habe dir eine Grüße. Servus, mein Freund. Ah, alles klar. Ja, bei dir? Ja, läuft. Schon Stress heute, weißt du ja. Ah, ist jetzt Fototermin, oder? Ja, aber ist schon vorbei. Wir sind jetzt gleich auf dem Rückweg. Ja, wir fahren jetzt gleich heim, genau. Was hast du gebraucht? Ja, du, ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen und ich irgendwie, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wo läuft jetzt nun mal die ganzen Spiele im Eishockey? Wo schaust du das immer an? Was für Spiele? Ja, die Eishockey-Spiele. Also wenn du so ein vom Fernsehen bist, wo schaust du das an? Ich bin Junior von mit mir. Ja, aber du wirst ja wissen, wo schaust du das allebei an? Wenn wir jetzt mal spielfrei haben und du schaust Eishockey an, wo schaust du das dann an? Auf Magenta. Okay, ja stimmt, Magenta, mei. Ja, so blöd bin ich schon, nicht mehr eingefallen. Wir haben nur Magenta. Ja, hast du recht, ist ein guter Partner, gell? Ja. Was anders, für welche Mannschaft hätte ich vielleicht spielen sollen? Wie hat denn die geheißen? Wo ich da hingezogen bin? Wo ist denn, wie heißt die Stadt nochmal? Das schöne Städtchen. Hat er die rausgehaut? Das hat er mir gleich rausgehaut. Jetzt wird's denn zu bunt. Das ist ja krass. Hat dich einfach... Ja, das gibt eine Ansage morgen. Als Kapitän? Ja. Dann rufen zurück, das geht nicht. Ja. Spinnt der? Der denkt sich wahrscheinlich... Das sind die Österreicher. Also das darf er nicht machen. Ja. Hallo? Ja, was war jetzt los? Geht jetzt wieder? Ja, unterbrochen auf einmal. Unterbrochen? Hat der Tom wieder angerufen oder was? Was hab ich? Hat der Tom wieder angerufen? Nein. Nicht. Wieso? Nein, bloß so. Du, jetzt nochmal, was hast du noch verstanden gehabt? Irgendwas mit Spielen. Ja, wo hab ich vorher gespielt, bevor ich nach Straubingen gekommen bin? Das weiß doch ich nicht, wo du gespielt hast. Ach, das weißt doch du Kasperl. Überleg einmal, wo bin ich denn hergekommen? Wo bin ich denn jetzt wieder hingezogen? Auf Weiden. Bin jetzt nach Weiden gezogen, du Hirsch. Nein, Bad Tölz nicht. Ja, danke. Und was anderes? Sag's nicht. Was nennst du das für Drogen, bitte? Die guten Schwammerl. Ja. Du, was anderes? Die Regensburger Duld ist ja jetzt. Und weiß ich nicht. Kenn ich mich nicht aus. Und was war denn jetzt vorher noch bei uns? Straubinger Volksfest. Okay, ja stimmt, hast du recht. Nein. Ja gut, jetzt ist mir alles wieder eingefallen. Das ist bei der Nacht durch den Kopf gegangen, aber irgendwie habe ich es nicht zusammengebracht. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Litti, und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Genau. Gut, Litti, vierte, ciao. Also erstmal Gratulation, die drei Begriffe haben wir, aber was meinst du, hat sie eher gedacht, bitte? Ich weiß nicht. Völlig Banane. Was für Drogen? Harte Nacht für den Sandro, ich weiß es nicht, wo ich unterwegs war. Überragend, danke Sandro. Ja, gerne. Oh, herrlich. Der war überragend. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.